Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Zur Feier der Heiligen Messe, heute am dritten Sonntag der Osterzeit, darf ich Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen, zu Hause an den Bildschirmen, hier aus unserer Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul. Bevor wir nachher zum ersten Mal das Experiment machen, wie funktioniert ein Gottesdienst im Autokino, möchte ich hier noch diesen Gottesdienst als Heilige Messe aufnehmen und vielleicht erst etwas später als sonst ins Netz stellen, damit alles noch gut klappen kann. Wollen wir uns aber zunächst auf Jesus Christus besinnen und ihn im ersten Lied mit der Nummer 326 willkommen heißen. Dem Sohn Marias, dem Sohn Gottes, rufen wir. Jesus Christus, mit Zeichen und Gesten wirkst du in unser Leben. Manchmal sind wir dafür taub und blind. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, hin und wieder gehen uns die Kräfte aus. Lass uns auf deinen Beistand vertrauen, den du verheißen hast. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Jesus Christus, du hast uns durch die Taufe zu Mitarbeitern deines Reiches berufen. Lass uns nie vergessen, ohne dich geht nichts. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Bei der Nummer 383 singen wir das Gloria-Lied.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, von Gott, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte gewirkt hat, wie ihr selber wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und ihn auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagte bei ihm: Ich habe den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen, denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Singen wir bei der Nummer 629, 3. Thank you.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor der Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem all das geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus all das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf, die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, mich fasziniert die göttliche Pädagogik Jesu, diese unendliche Geduld, die er hat. Mir geht die leider viel zu oft ab. Ich erinnere mich an Nachhilfestunden mit meinen Schwestern und anderen, wo ich wenig Geduld hatte, wenn es um binomische Formeln oder Ähnliches ging, die mir irgendwie im Gedächtnis haften geblieben sind. Aber ich habe wenig Verständnis dafür gehabt, wenn andere es nicht so schnell oder so leicht verstanden haben. Meine Geduld ist manchmal sehr limitiert. Bei Jesus scheint mir das anders zu sein. Ich möchte zwei Texte, die mich fasziniert haben, zwei kurze Gedichte, jedem zum Nachdenken, zum Weiterdenken mit auf den Weg geben. Was unserer Welt fehlt, von Phil Bosmans. Was unserer Welt fehlt, woran wir mit bitter Mangel leiden, einfache, gute Menschen, freundliche Menschen, die fröhlich im Geschäft bedienen, die am Schalter die Geduld nicht verlieren, die im Verkehr nicht aus der Haut fahren, die nicht in die Luft gehen, wenn du einen Fehler machst. Und ein anderes Gedicht, das mir schon während meines Studiums immer wieder sehr gut gefallen hat. Ich hatte extra einen Text von diesem Gedicht an die Tür meines Zimmers gehängt, von Rainer Kunze, einem meiner Lieblingsdichter. Einladung zu einer Tasse Jasmintee. Treten Sie ein, legen Sie Ihre Traurigkeit ab. Hier dürfen Sie schweigen. Bekennen wir unseren Glauben an den dreifaltigen Gott mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Nummer 3 mit dem Abschnitt 4. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In diesen Krisenzeiten wollen wir unsere Augen öffnen für die Menschen in Not und sie dem Gott des Lebens anvertrauen. Für die an Covid-19 Erkrankten und für diejenigen, die um ihr Leben kämpfen. Für alle, die in Medizin und Pflege tätig sind. Vor allem auch für jene in Ländern mit mangelnder staatlicher Hilfe.
für Menschen auf der Flucht und in überfüllten Lagern. Du, unser Gott, sieh unsere Not und hilf uns. Sieh unsere Not und hilf uns. Für Forscherinnen und Forscher und alle, die Entscheidungen treffen müssen in Politik, Verwaltung und Unternehmensleitungen, du, unser Gott, sieh unsere Not und hilf uns. Für alle, die weiterarbeiten im Einsatz für andere, für alle, die die Arbeit wieder aufnehmen können, für alle, die weiterhin von Beschränkungen existenziell betroffen sind, du, unser Gott, sieh unsere Not und hilf uns. Für die Abiturienten und für alle Schülerinnen und Schüler, die in diesen Tagen wieder zur Schule gehen können, für alle, die weiterhin nur Homeschooling machen dürfen, du, unser Gott, sieh unsere Not und hilf uns. Für die Besorgten und die Sorglosen, für die Ungeduldigen und für die Mahnerinnen und Mahner, die für die Überforderten und die Gelangweilten, du, unser Gott, sieh unsere Not und hilf uns. Für die Einsamen, für alle, die Nähe vermissen, für alle, die nicht wagen, um Hilfe zu bitten, für alle, die Begleitung und Beistand bieten, so wie es möglich ist. Du, unser Gott, sieh unsere Not und hilf uns. Für unser Bistum Aachen und den Heute-bei-dir-Prozess und um einen guten Weg in die Zukunft für unsere Stadt Eschweiler und die Gemeinden hier, du, unser Gott, sieh unsere Not und hilf uns. Du, unser Gott, hast Jesus Christus ins neue Leben geführt. Begleite auch uns in aller Not und Bedrängnis und lass uns das neue Leben erfahren, das du uns schenken willst, heute und in Ewigkeit. Amen. Wir beten für die Lebenden und Verstorbenen unserer Pfarrgemeinden. Besonders denken wir heute auch an Franz Koch, Hans Herwarz, Matthias Moritz und in einer besonderen Meinung. Herr, gib uns Lebenden deine Gnade. Sei mit deinem Segen bei all unseren Kranken und gib diesen und all unseren Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte, dass sie leben in deinem Frieden. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir bei der Nummer 325. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung durch Christus, unseren Herrn. Amen. Als Sanctus singen wir bei der Nummer 193. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus selber uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Singen wir bei der Nummer 764. Sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und bewahre euch und alle, die mit euch verbunden sind, der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.